Die Arbeiten am nächsten Eintrag der Jurassic-Reihe sind schon lang im Gange. Anfang des Jahres noch erfahren, dass der Screenwriter von Jurassic Park 1 und 2 seit Jahren das Drehbuch für den nächsten Film schreibt, gibt es seitdem immer mehr Infos und Gerüchte um das Projekt. Wer übernimmt die Regie? Schauspieler? Locations? Worum geht es? Diesem ganzen Build-up habe ich schon ein eigenes Video gewidmet, für den Fall, dass ihr alle Infos über dieses Projekt chronologisch sammeln wollt. Aber darum geht es hier nicht. Hier geht es um den ersten Film nach Ende der World-Trilogie. Und auch gleichzeitig ein Reboot. Eine Neugeburt der Jurassic World-Reihe. Ich wollte damit nicht sagen, dass der Film nicht Jurassic World Rebirth heißen könnte. Ich wollte nur einfach keine Leaks als Fakten verbreiten. Denn genau das war dieser Titel. Eine Patentanmeldung zu dem Begriff Jurassic World Rebirth. Aber sowas passiert ständig und muss nicht immer direkt mit einem neuen Film zu tun haben. Jurassic World Beyond the Gates, Jurassic World Extreme Damage, Jurassic World Rule the Earth. Nur um mal daran zu erinnern, was damals angemeldet wurde, bevor Chaos Theory überhaupt Chaos Theory hieß. Und trotzdem haben wir heute nichts, was Jurassic World Rule the Earth heißt. Eine Patentanmeldung ist immer genau das. Eine Sicherung des Namens. Weil es mindestens drei andere Filme gegeben hätte, die genauso heißen. Aber keine komplette Bestätigung, dass es wirklich so heißen wird. Daher habe ich gesagt, ich lasse es außen vor. Wenn ihr es mitbekommen habt, schön. Aber ich werde den Film einfach so lange nur der neue Jurassic-Film nennen, bis wir ein offizielles Foto, einen offiziellen Teaser, eine offizielle Ankündigung haben, das uns den offiziellen Namen zeigt. Guess what? Ja, am 29.08.2024 um 18.04 Uhr, um genau zu sein, kam ein Teaser zu, da steht es nun, schwarz auf weiß, Jurassic World Rebirth. Der einzige Zeitpunkt des Tages, an dem ich nicht zu Hause war. Danke. Und was gibt uns dieser Teaser? Letztens gab es Gerüchte, dass Schauspielern ein aus den bisher aufgenommenen Kameraszenen zusammengebastelter Trailer mit CGI vorgeführt wurde und sie mit der Musik von John Williams im Hintergrund nahezu in Tränen ausgebrochen sind. Der Teaser geht 9 Sekunden lang und zeigt einfach nur das Logo. Danke. Immerhin haben wir jetzt einen fucking Namen für diesen Film. Aber bin ich der Einzige, der das Logo irgendwie lame findet? I don't know. Irgendwas daran sieht fan-made aus. Es erinnert mich mega an diese ganzen Fake-Logos, die nach Dominion aufkamen und passt für mich auch nicht ganz in die Reihe. Das Logo von Jurassic Park war einfach ein Meisterwerk. Mit derselben Silhouette des T-Rex AMNH 5027, an dem sich Chip Kidd für das Cover von Crichtons originalen Roman orientiert hat, brauchte dieses Logo auf damaligen Postern nicht mal den Titel zu verraten und jeder wusste genau, was abgeht. Das Logo von The Lost World ist genau wie das von Jurassic Park einfach ein cooles Artwork. Diese beiden Logos sind Kunst, die jemand per Hand angefertigt hat. Bravissimo! Jurassic Park 3 benutzt zwar dieses billige 2000er CGI für das Logo, aber zumindest hat es durch den Spinosaurus irgendwas an Personality. Und dann hat man 2018 das Logo von Jurassic Park 3 geupdatet und den Spinosaurus rausgeworfen. Wow! Jurassic World, okay, eine Steinversion des ersten Logos, das ein bisschen die Lagune aus dem Film durchscheinen lässt und so aufgebaut ist, als wenn es wirklich in einem Park hängen könnte. Okay, Fallen Kingdom. Grenzwertig, aber ich sehe, was ihr machen wolltet. Das Jurassic World Logo nur kaputter. Genau wie The Lost World. Camp Cretaceous hat diese Holzästhetik und Chaos Theory dieses Graffiti. Beides was, was Personalität ausstrahlt. Und egal wie man zu Dominion steht, man kann dieses Logo nicht nachmachen. Man könnte es nicht faken. Egal wie man es betrachtet, es sieht einfach professionell aus. Und dann kommt das Rebirth-Logo, was 1:1 wie diese ganzen Fanmade-Sachen aussieht. What the f***? Ich meine, dieser Teaser hat nicht mal eine Animation oder so. Es ist einfach nur ein Standbild PNG von dem Logo mit ein bisschen Licht im Hintergrund. Ich muss an der Stelle mal eine kleine Befürchtung klarstellen, die scheinbar manche haben. Auch wenn die Dreharbeiten erst im Juni diesen Jahres begonnen haben und der Film am 2. Juli nächsten Jahres schon erscheinen soll, ist das nicht zu wenig Zeit. Denn nur weil der Dreh seit 2 Monaten angefangen hat, heißt das nicht, dass die Produktion auch vor 2 Monaten angefangen hat. Nein, der Film ist schon in Arbeit, bevor Dominion überhaupt released ist. CGI-Modelle, Animatronics, der ganze Junk, der sonst noch zu einer Filmproduktion gehört, ist schon lange fertig. Alles von diesem Film steht, bis auf die Kameraszenen. Gut, das ist auch das Wichtigste an dem Film, aber es ist jetzt nicht so ungewöhnlich, wie ihr denkt, dass der Dreh erst ein Jahr vor Release beginnt. Fallen Kingdom hat seine ersten Set-Fotos im Juli 2017 veröffentlicht. Ende des Jahres kamen Teaser und Juni 2018 erschien der Film. Dominion wurde im Frühjahr Sommer 2020 gedreht und im Juni 2021 sollte er erscheinen und wurde ausschließlich aus Corona-Gründen verschoben. Also keine Angst, ein Jahr ist nicht zu wenig. Der Film steht so gut
Wie? Woher weiß ich das? Denn halt! Wenn ihr glaubt, dieser Teaser gibt uns nur den Titel und das Logo, dann liegt ihr falsch. Okay, was das Video angeht schon, aber unter dem Video, in der Beschreibung, können wir Infos zu dem Projekt und eben auch zum Plot des Films lesen. Das kann leichte Spoiler enthalten, aber eigentlich auch nicht mehr, als wir aus kommenden Trailern entnehmen könnten oder bereits wissen. Außer ihr seid Leute, die generell keine Trailer gucken. Warum seid ihr hier? Also euch wird nichts Essentielles vorweggenommen, das wir nicht schon wissen. Das ist der Plot des Films. Nächsten Sommer, 3 Jahre nachdem die Jurassic World Trilogie ihren Abschluss fand, mit jedem Film, der die 1 Milliarde im Boxoffice durchbrochen hat, entwickelt sich die erfolgreiche Jurassic-Reihe mit Jurassic World Rebirth nun in eine geniale neue Richtung. Angeführt vom Actionstar Scarlett Johansson, das aufstrebende Talent Jonathan Bailey und zweifacher Oscar-Gewinner Mahershala Ali versuchen sie in diesem actiongeladenen neuen Kapitel als unerschrockenes Team in einer geheimen Mission DNA-Proben von den 3 größten Kreaturen des Lands, Wassers und Himmels zu sichern. Auch die international gefeierten Stars Rupert Friend und Manuel Garcia Rolfo werden in den Hauptrollen sein. Die Regie führt der Dynamic Visualist Gareth Edwards, bekannt durch Rogue One oder Godzilla, und basierend auf das Drehbuch, das David Koepp, derselbe Screenwriter von Jurassic Park 1 und 2, für diesen Film geschrieben hat. Was wir David Koepp alles zu verdanken haben, habe ich letztes Mal schon erwähnt, aber kommen wir doch mal zu der Zusammenfassung des Plots. 5 Jahre nach den Events von Jurassic World Dominion, das heißt, dieser Film spielt in 2027, hat sich das Ökosystem des Planeten größtenteils als unbewohnbar für die Dinosaurier herausgestellt. Jene, die es geschafft haben zu überleben, haben sich in äquatoriale Umgebungen zurückgezogen, die das Klima widerspiegeln, in dem sie vor 65 Millionen Jahren gelebt haben. Das finde ich tatsächlich sehr interessant. Wir haben in den letzten Jahren genug Leute gehabt, die Logikfehler mit dem Klima in Jurassic Park und Jurassic World kritisiert haben. Dass ein Raptor in einem Dschungel dasselbe wäre, als wenn du einen Eisbär nach Hawaii bringst. Die 3 größten Kreaturen in diesen tropischen Biosphären halten den Schlüssel zu einem Medikament, das der Menschheit unglaubliche, lebensrettende Vorteile bringen könnte. In Dominion wurde ja bereits erwähnt, dass Biosynth Paleo-DNS erforscht hat, um eventuell damit sowas wie Krebs heilen zu können. Nur, dass dann da nicht mehr drauf eingegangen wurde. Ich weiß nicht, worauf genau man mit diesem Medikament hinaus will. Aber es klingt nach einem Plot, der sich endlich wieder um Dinosaurier dreht und sie nicht einfach als Hindernisse einbaut. Die Oscar-nominierte Schauspielerin Scarlett Johansson spielt die krasse Expertin für Undercover-Operationen Zora Bennett, die beauftragt wurde, ein erfahrenes Team auf einer streng geheimen Mission zu führen, DNA-Proben von den 3 größten Dinosauriern der Welt zu sichern. Als Zoras Operation mit einer Zivilistenfamilie zusammenstößt, deren Bootexpedition von plündernden Wasserdinos zum Kern gebracht wurde, stranden sie gemeinsam auf einer Insel, auf der sie einer finsteren, schockierenden Entdeckung gegenüberstehen, die seit Jahrzehnten vor der Welt verborgen waren. Letzteres finde ich besonders interessant. Wir haben ja in den letzten Wochen schon Set-Fotos gesehen, die so antike Tempel zeigen. Was eher nach Indiana Jones als Jurassic Park aussieht. Es wurde nicht gesagt, welche Insel das genau ist, aber auf Isla Sorna sollten tatsächlich Ancient Ruins, also uralte antike Ruinen existieren, die wir nicht nur hier auf dieser Karte sehen, sondern auch in sowas wie Jurassic Park Trespasser vorkam. Gut, Trespasser ist kein Canon, aber es ist in gewisser Weise ein Alternate Universe Canon und vor allem in Hinsicht, dass man mit diesem Film wieder back to the roots gehen will, mit Hinweisen, die zeigen, dass wir wohl dunkle Geheimnisse Ingens aufdecken könnten, wäre es für mich nicht verwunderlich, wenn sie so eine alte Sache wie die antiken Ruinen auf Isla Sorna wieder aufgreifen und nun fest zum Canon machen würden. Auf mich wirkt das Ganze auch wie eine sinnvolle und erweiterte Version von Jurassic Park 3, wo eine Gruppe gestrandeter Leute auch über Geheimnisse Ingens gestolpert ist, aber es wurde halt nichts dazu erklärt und es war auch nicht Plot des Films. Da es aber auch die Aussage gibt, dass Dinosaurier-Designs jetzt teilweise redesigned wurden und nun mehr wie die Designs à la King Kong aussehen, könnte es aber auch der Fall sein, dass sie auf einer Insel landen, auf der, sagen wir mal, eine weitere Genetics Company versucht, Dinosaurier zu erschaffen, aber nicht das Wissen und die Technologie wie Ingen oder Biosyn hat und deswegen diese monsterhaften Dinosaurier dabei herausgekommen sind. Aber auch wenn dieser Film letztendlich doch wieder Jurassic World im Titel hat, bleibt die Aussage trotzdem bestehen. Dieser Film wird weder Blue, noch Owen, noch Claire, noch Rexy in irgendeiner großen Rolle zurückbringen und sich stattdessen darauf fokussieren, was Jurassic Park damals groß gemacht hat. Mit Steven Spielberg und David Koepp, genau wie in den ersten beiden Filmen, in leitenden Positionen. Ich kann mir vorstellen, dass sie das Jurassic World Branding jetzt nicht fallen lassen wollten, da es mittlerweile einfach zu groß ist. Ich meine, nenn es Jurassic Earth und die halbe Population weiß nicht, was zum
das sein soll. Und nach dem, worum es in dem Film gehen soll, würde Park wahrscheinlich auch keinen Sinn mehr machen. Also der Titel, wenn auch seltsam, macht in meinen Augen Sinn. Sowohl vom Plot, als auch von der Tatsache, dass es ein Reboot sein soll. Das Logo hingegen kann sich verpissen. Dutch, 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 Dutch.